Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Let's Play zu Herr der Ringe Online. Heute beginnen wir mit Update 36, das wiederaufgebaute Gondor. Ab Level 140 und das ist ein Aufgabenpack, das heißt dann das Lied von Wellen und Wind. Und dafür müsst ihr erstmal nach Minas Tirith und dort in die Midsommer-Version, also in die aktuellste Version nach allen Kriegen, und da kriegt er dann die Quest. Ich wurde angewiesen, euch zu König Elessar zu bringen. Normalerweise führen verschiedene Stallmeister nach Minas Tirith in die Midsommer-Version. In der Regel seht ihr immer diese schlachtgezeichnete Minas Tirith oder andere Versionen. Die Midsommer-Version ist die wichtige, um dieses Pack hier zu starten. Ich werde während des ganzen Let's Plays aber leise sein. Ja, ihr könnt heute viel lesen. Ich möchte das Ganze nicht moderieren. Wir sind auf dem Weg zum Turm von Ectelion. Dort haben wir eine Audienz beim König und der Königin. Wenn ich mehr erzählen soll und mehr moderieren soll, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Ansonsten bin ich jetzt still. König Elessar möchte mit euch im Turm von Ectelion über eine wichtige Angelegenheit sprechen. Da seid ihr ja. Ihr seid es. Ich freue mich über eure Rückkehr. Aber meine Königin sorgt sich um meine Sicherheit auf solch einer Reise. Diese Sorgen habe nicht nur ich. Der Rat hegt ähnliche Bedenken. Ist es wahr? Tal hier, was sagt mein Gesetzeshüter? Castamirs Erben? Die sind doch bestimmt alle im Krieg gestorben. Ja, zur Sicherheit. Wir haben ihren Anführer Balakor in Pelagir sterben sehen. Er starb durch die kalten Klingen der Toten. Ist das wirklich wahr? Seid ihr sicher, dass er keine Söhne oder Töchter hatte, die seine Pläne weiterverfolgen? Nun ja. Ich bin mir da nicht so sicher.
sollten die drei mit der Nachricht zurückkehren, dass die Erben tatsächlich bezwungen wurden, dann könnt ihr meinetwegen gerne euer Königreich bereisen, mein Gatte. Ich glaube zwar nicht, dass solche Vorsicht vonnöten ist, aber wenn ihr wollt, werde ich mich dem nicht widersetzen. Was sagt ihr, meine Freunde? Ich habe schon wieder ganz wunde Füße. Ich wette, dieses Mal bekommen wir es im Harlond mit weniger Orks zu tun. Wir haben das Südtor der Ramas Echo erreicht. Ich glaube nicht, dass unsere Expedition lange dauern wird. Jemand im Harlond wird uns sagen, wie wir helfen können. Willkommen in Harlond.
Ich erkenne an eurem Verhalten, dass ihr ebenfalls nicht aus der Gegend seid. Wie ihr seht, arbeitet die Stadt daran, wieder auf die Beine zu kommen, nachdem sie fast vom Morgul her niedergebrannt wurde. Hallo, hallo. Wenn ihr nach einem meiner berühmten Spielzeugschiffe sucht, habt ihr leider Pech. Seid gegrüßt. Ich höre, ihr möchtet helfen und habt euch während des Krieges sehr nützlich gemacht. Seid gegrüßt. Verzeiht, dass ich zur Begrüßung nicht aufstehe. Ich bin noch nicht wieder ganz allein. Nun, wurde auch Zeit, dass Otanar jemanden schickt, der mir hilft.
Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich grüße euch.
Wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt hier erstmal die Nebenquest meistens gespielt und die Hauptquest, also die Storyline, die epische, die werden wir auch ja erst in ein paar Let's Plays weiterspielen. Wir gucken uns erstmal das komplette Gebiet an, werden die einzelnen Dörfer besuchen, die einzelnen Nebenquests machen und dann irgendwann die Hauptstory. Also dranbleiben. Am besten ein Like da lassen, ein Abo und Follow und Subscribe, ein Herzchen und Glöckchen, ein Daumen hoch und was ihr sonst so alles habt. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit Herr der Ringe Online Update 36 wieder aufgebaut durch Gondor. Bis später, bye bye.